Hallo, ich bin Carsten in Senheim. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin an meinem Campingplatz gerade losgelaufen. Heute soll es zu Fuß in die Weinberge gehen. Also irgendwo da oben. Aber man kann es von hier aus nicht sehen. Von Campingplatz aus kann man es gut sehen. Es ist ein eisernes Kreuz. Da will ich erstmal hin. Ist gar nicht so eine lange Tour. Irgendwie knapp unter 12 Kilometer. Aber dafür sind ordentlich Höhenmeter drin. Also kommt dann, glaube ich, auch selber raus. Na gut, wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran und kommt mit. Unten im Ort ging es dann direkt bergauf. Wie gesagt, in Senheim gestartet. Richtung Mesenich geht es jetzt. Und ich denke mal, das ist dann auch die Senheimer Lei. Das Wetter ist heute gar nicht so toll. Aber es soll aber auch nicht großartig regnen. Nur so kleine Nieselschauer sind angesagt. Ja, geht gerade wieder los. Aber ist einigermaßen warm, aber dafür auch windig. Nur gestern hätte ich auch nicht hier in Weinberg hochgewollt, weil gestern waren es 32 Grad. Und da lag der Weinberg hier voll in der Sonne. Ich glaube, da kann man besser bei so einem leicht bewölkten Wetter gehen. Ja, das erste Stück ist auf jeden Fall noch geteert. Also hier kann man theoretisch zumindest auch noch mit dem Auto lang, aber nur bis zu der Kreuzung da unten. Und dann steht da nur noch für Forst und Landwirtschaft. Ist auch gut so. Ja, von hier aus hat man noch mal einen tollen Blick über Senheim und da drüben kommt der Hafen und der Campingplatz. Ja, jetzt wird der Weg hier auch ein bisschen schmaler und abenteuerlicher, hier am Kreuzsteig. Also, eigentlich geht der ursprüngliche Track, den ich mir ausgesucht habe, nicht hier über den Kreuzsteig, aber da der so spannend aussieht, habe ich beschlossen, ich ändere den Plan und laufe ein Stück hier auf dem Kreuzsteig. Beziehungsweise ich werde ihn, denke ich mal, bis oben zum Eisernen Kreuz gehen, weil der Originaltrack, der geht da auch lang. Ja, wird eine Abkürzung sein. Aber ich denke mal, zeitlich wird sich da gar nicht so viel tun, weil hier auf dem Weg werde ich auch nicht ganz so schnell unterwegs sein. Okay, ich werde mich gut nach Zecken absuchen müssen, aber das mache ich ja sowieso. Thank you.
Ja, die schreiben unten am Schild, kein besonderes Schuhwerk erforderlich, nur ein bisschen schwindelfrei sollte man sein. So. Aber mit Flipflop würde ich hier nicht hochgehen. Ja, am Kreuz angekommen. Ja. Und da hinten an der Brücke steht mein Zelt. So, dann werde ich mal schauen. Irgendwo hier muss dann auch der breite Forstweg sein. Hoffe ich mal. Ja, ich habe beschlossen, den Originaltrack zu verlassen, weil der Weg ist nicht mehr gangbar. Ja, ich habe mal ein bisschen auf dem Handy auf der Karte geschaut. Ich werde jetzt einfach mal ja, mehr oder weniger freie Schnauze laufen. Es sollte ja ursprünglich über Mese nicht zurückgehen. Und ich denke mal, das werde ich auch tun. Also werde jetzt hier, habe mir jetzt einen anderen Weg genommen. Der geht nicht nach Mese nicht, aber der geht jetzt hier auf den Berg rauf, weil der direkte Weg, da wäre ich in einer Stunde oder so auch schon bald wieder am Zelt. Und dafür sind wir noch zu früh. Deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich einen einigermaßen schönen Weg finde. Hier kann man ja ganz gut laufen. Ja, ich denke mal, ich habe irgendwas gesehen von Fernsehturm. In die grobe Richtung werde ich jetzt erstmal gehen. So, da durch die Bäume hindurch kann man vielleicht schon links die kleine Kapelle erkennen. Das Erdfallhäuschen. Bin ich mal gespannt. Ich hatte immer wieder unterwegs was vom Erdfallhäuschen gelesen, was es damit auf sich hat. Und dann von hier aus muss es einen alten Pilgerpfad Richtung Mese nicht geben. Will ich da mal gucken, ob ich den finde und ob der auch gangbar ist. Da stehen auf jeden Fall Schilder Richtung Mesenich auch. Ja, also alter Pilgerpfad Richtung Mesenich. Dann nehmen wir den noch mal. Und wenn ich das richtig gesehen habe, würden wir dann noch mehr oder weniger wieder auf den Original oder ja, auf den Originaltrack wieder zulaufen. Okay, wenn man hier hochpilgert,
ist schon ganz ordentlich. Ja, aber hier ist ja wenigstens vernünftiger Untergrund zu laufen. Ja. Dann gucken wir mal, wie wir hier runterkommen auf dem Pilgerpfad. So, der alte Pilgerpfad ist hinter uns. Ja, ich habe die Trekkingstöcke vom Rucksack losgemacht. Meine Knie werden es mir danken, weil war ganz schön steil. Ja, ich werde die jetzt gleich wieder wegpacken, weil hier kann man ganz entspannt laufen. Ja, jetzt geht es hier dann durch die Weinberge scheinbar runter nach Mesenich. Ich weiß noch nicht, ob ich dann dem Originaltrack folge oder unten an der Mosel entlang laufe. Entscheide ich spontan, wenn ich da unten bin. Mal gucken. Liebe auf den ersten Moselblick. Planwagen, Kusshaltestelle. Okay. Was denn hier alles gibt. Aber wie gesagt, also ich werde jetzt mal langsam durch die Weinberge dann nach Mesenich absteigen und dann gucke ich da mal, wie es weitergeht. So, jetzt kommen wir in den historischen Ortskern und von hier aus dann auch gleich ans Moselufer. Ich denke mal, ich werde gleich am Ufer entlang zurücklaufen. Je nachdem, wo ich rauskomme. Okay, hier geht es ans Moselufer. Ja, ich habe beschlossen, ich gehe jetzt an der Mosel zurück. Ist zwar an der Straße, aber ist nicht weit und ist heute nicht viel los an der Straße. Aber ich wollte auch mal ein bisschen an der Mosel entlang laufen. Bin ich bis jetzt nur gefahren. Aber wie gesagt, ist nicht weit. Jetzt bin ich gleich wieder da zurück, wo die Tour angefangen ist, nämlich am Campingplatz. Ja, ganz so weit war es dann jetzt im Endeffekt doch nicht. Ich glaube, mit allen Abkürzungen waren es dann schlussendlich auch nur 7 Kilometer. Aber dafür habe ich den wesentlich steileren Weg genommen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die kurze Tour. Kann man wirklich empfehlen. Auch, ich sag jetzt mal den Rückweg, den so wie ich ihn genommen habe, macht auf jeden Fall auch Sinn. War jetzt noch schade, da in Mesenich war jetzt nirgendwo was auf. Ich wäre ganz gerne ausnahmsweise mal eingekehrt, weil ich hatte nicht ganz so viel Wasser mit. Hab eine halbvolle Flasche eingesteckt statt eine volle, ich weiß auch nicht warum. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist auch mit ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt an der Straße zurück, weil wenn du nichts mehr zu trinken hast, ist auch blöd. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.